Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games mit dem zweiten Pokémon-Themendeck zum aktuellen Set Pokémon Ultra Prisma. Wir hatten ja das letzte, in der letzten Folge das Themendeck mit Empoleon. Dieses Mal geht es um Knackkrack und den Überschallschlag. Auch wieder ein Monotyp-Deck mit only Kampf-Pokémon drin. Und das finde ich bei Themendecks eigentlich sogar viel, viel ansprechender als diese gemischten Sachen. Denn bei Themendecks, ich habe es ja schon im letzten Video erklärt, wird immer viel, viel Zeug mit reingemischt, die eigentlich gar nichts da drin zu suchen hätten. Also, wenn ihr Decks baut, ich werde das auch noch in meinem Tutorial-Video dann mal erklären, wenn ihr Decks baut, dann packt ruhig wenige Pokémon rein, aber davon mehrere Karten. Also, meistens beschränken sich Pokémon-Decks auf 3 bis 4 Pokémon maximal. Und davon halt immer 4 Stück pro Deck, dass man halt auch wirklich die Pokémon ziehen kann. So, Knackkrack mit 150 KP und vom Typ Drachen als Holo-Karte, die es wirklich nur so mit dieser Holo-Variante hier in dem Themendeck gibt. Dazu habt ihr den TCG Online-Code, den ihr einlösen könnt, um das Ganze online zu nutzen. Ihr habt immer die Knackkrack-Münze dabei, also das gefeaturete Pokémon wird immer als Münze damit reingepackt. So einen coolen Gold-Effekt hier bei Empoleon war es so cooles Blau. Schadensmarken haben wir das letzte Mal schon geklärt. Eine kleine Anleitung zum aktuellen Set Ultra Prisma. Also ich schätze mal, was ist neu? Genau, was ist neu? Was sind Pokémon GX? Was sind GX-Attacken? Also hier gibt es auch schon mal eine kleine Spielanleitung. Eine Setlist, was man alles haben kann als Karte. Das gibt es aber dann in den Elite-Trainer-Boxen. Etwas ausführlicher mit Bebilderung. Und wie immer die Spielmatte dabei. Dieses Mal unten mit Knackkrack. Moment, ich werde dies kurz ausfalten für Sie. Genau, dieses Mal unten mit Knackkrack und oben mit Empoleon. Also richtig, richtig schick gemacht und für alle Anfänger sehr, 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 sehr gut geeignet. Die Fortgeschritteneren unter euch, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben im TCG, aber trotzdem noch relativ blutig sind, was das Spielen angeht, guckt mal nach den Battle Arena Themendecks. Die gibt es auch im Get to the Games Shop, die könnt ihr euch da auch kaufen, da sind auch schon Pokémon EX Karten mit drinnen und sind dann die nächste Stufe nach den Themendecks und vor den eigenen gebauten Decks, finde ich, und das ist dann schon die lange Kurve, die beim Pokémon TCG eigentlich zu machen ist. Also fangt an mit Themendecks, dann mit den besseren Themendecks, die Battle Arena Decks, die sind dann schon, wie gesagt, mit Pokémon EX und dann baut ihr euch eure eigenen Decks zusammen, weil dann die Erfahrung da ist, dass ihr ungefähr wisst, was ihr braucht für Karten. So, wir fangen an mit der Kampfenergie. Natürlich ganz, ganz wichtig in einem Kampfdeck, dass auch Kampfenergie mit drin ist. Da haben wir Riolu, Knarxel, Mangunio, das wäre schon... Ich sortiere jetzt mal Pokémon aus, die ich jetzt nicht unbedingt... Also das hier bräuchten wir im Deck und das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt im Deck. Fluchtseil, also Trainerkarten sind eigentlich immer gerne gesehen. Libelle. Krupuk, Lichtlose Welt und Erschrecken. Würde man eventuell austauschen können, das könnte man auch austauschen. Kaumalat. Hippopotas, wenn man Hippodorus hat, auf jeden Fall mit drin behalten. Riolu. Trainerkarten brauchen wir. Hippopotas, so. Nestball ist auch ganz gut. Lucario. Lucario hat noch eine Fähigkeit dazu. Das ist die vorhersehende Aura. Und zwar einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du, wenn du Knackkrack im Spiel hast, dein Deck nach einer Karte durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck. Also passt Lucario schon mal perfekt in unser Knackkrack-Deck. So, Mangunio brauchen wir nicht, Manguspector brauchen wir an und für sich auch nicht. So, Tali, Timerball, Typ 0, auch eine schöne Idee, aber ohne Amigento nutzt es das auch relativ wenig. So, Knackkrack natürlich mit am Start. Knarxel nochmal, Riolu, Krupuk. Dann haben wir die Rettungstrage, Tali, Sonfiel, Mangunio, Hippopotas, Manguspector, Maximalazada und Kaumalat. So, ich gucke jetzt nochmal durch, dass wir Sonnenfehl nochmal aussortieren. Dann zählen wir mal durch, wie viele Karten eigentlich in diesem Set wirklich sinnvoll sind. Weil wir hatten irgendwo noch einen Sonnenfehl mit drin. Dachte ich, und dann gucken wir uns nochmal Sonnenfehl an vorher. Hippopotas, Riolu, oder habe ich es gleich aussortiert? Ich habe es, dachte ich, sogar gleich aussortiert. So.
haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten drin, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. So viel kann man unter Umständen sogar noch spielen, denn da unten mit der einen Kampfenergie Solarhitze, wenn mindestens eine Stadionkarte im Spiel ist, fügt dieser Attacke 20 Schadenspunkte zu und hier oben Zweifachzug, Ziel zwei Karten, wäre auch noch eine gute Option. Also wir lassen Sonnenfehl mal so halb drin, aber die hier, die bräuchten wir eigentlich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Dafür könnte man zum Beispiel jetzt mehr Lucarios reinpacken, dass wir auf 4 kommen. Dann könnte mehr Knackhacks reinpacken, dass wir auf 4 kommen. Und so spielt man eigentlich Pokémon-Decks, sondern packt immer so viele Pokémon rein wie möglich im besten Fall. Damit man auch wirklich die Gewissheit hat, die Pokémon-Karten zu ziehen. Aber dazu dann im Tutorial-Video oder allgemein im Video zum Pokémon-TCG mehr, wo ich euch ein bisschen erkläre, wie man das Ganze spielt. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wir das im Polion-Deck spielen sollen oder das Knackhack-Deck. Hier, Deckbox ist natürlich auch mit dabei, damit ihr das Ganze aufbewahren könnt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt uns Kommentare, wir freuen uns natürlich immer gerne, was ihr so zieht in euren normalen Booster-Packs oder in unseren Sonderboxen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.